Servus und hallo Freunde zum nächsten Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, wir haben gesagt, wir gehen jetzt Story Mode jetzt mal ein bisschen langsam wieder Richtung schaffen. Das heißt, wir gehen jetzt zu den zwei Paketen dort hin und versuchen den Turm endlich mal zu erreichen, was ich ja schon im letzten Part machen wollte, was nicht ganz so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt hatte. So, wir gehen wieder da hoch. Gut, ich bin tiefer vorne. Und da ist der erste Schrein. Gott sei Dank kommen wir nicht mal zu einem Schrein. Ich gehe davon aus, dass das da oben der nächste Titan ist, zu dem wir müssen, und da hinten ist der Turm, zu dem wir als nächstes kommen gehen. Nachdem wir da oben auch noch den Schrein abgeklappert haben. Das heißt, heute gibt es zwei Schreine in diesem Part und vielleicht auch noch fünf. Erstmal sind wir beim Shao-Yo-Schrein. Sehr schön. Ja, ich habe also gestern noch ein bisschen Zeit damit investiert, aus diesem Schluchtloch da unten rauszukommen. Es war echt schwieriger als gedacht und nachher habe ich auch ein bisschen geschummelt, aber ich habe es hinbekommen. So, willkommen Pilger, mein Name ist Shao Yo. Im Namen der Göttin hier solltest du geprüft werden. Die Prüfung lautet: Der richtige Augenblick. Shao Yo. Da läuft irgendein Mechanismus ab. So, das ist eine Fackel. Okay. Ich hab so seine Vermutung. Versuch's mal. Ha! Wow. Okay. Ein Topaz. Was hat das jetzt mit Sinn? Ja, nix. Ja, check ihn. Da oben. Das ist ja nicht. Ah, okay. Ich hab verstanden. Ha, okay, der war gut. Der Tempel war cool. Ich gebe ihn... ja, 7 von 10 Sternen, weil er gut gedacht war, aber nicht schwierig. Wobei, ich weiß nicht. Ich kam auf diese Magnetgeschichte eigentlich nur dadurch, dass ich sowas schon mal ähnliches hatte vor ein paar Aufnahmen erst. Hätte ich das Ding vielleicht nicht erst vor kurzem erweitert, wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen, weiß nicht. Ich fand es eigentlich nicht so schwer jetzt. Also es war jetzt nicht so Kinderkacken einfach, aber ja, es war für mich ziemlich offensichtlich. Aber ich sollte demnächst meine Ausrüstung wieder aufstocken, weil meine ganzen Pfeile sind alle weg. Nun gut,
Das war das. Hier ist wieder ein Stall. Stall der Berge oder so. Labyrinthabrücke. Ein Holzbündel. Da gehen wir gleich hin, wir gehen jetzt erst zum zweiten Schrein. Ich würde sagen, nachdem wir da waren, versuchen wir nochmal das Masterschwert. Tabanta-Brücke. Ich will nicht sagen, aber die sieht nicht sehr stabil aus. Ich will irgendwie nur schnell rüber und weg. Da war eine schöne Aussicht von hier oben. Ja. Also das finde ich ja wirklich, haben die mega gut geschafft. Die haben eine riesige Landschaft gemacht. Was ist das? Eine riesige Landschaft, mega Grafik. Wieso haben das andere Spieler noch nie so hingekriegt? Das für ein Gerät. Scheint Ausschau zu halten. Nach. Boah, zwei Geräte. Der Gerät. Mal sehen, was passiert, wenn ich da nicht fällt kommen. Den da schaffe ich noch. Ein sehr schmales Sichtfeld, also wenn ich da reingerate, ist ja schon. Ist schon, glaube ich, eine Seltenheit. Okay. Ich weiß noch nicht, was die machen. Die sind bestimmt nicht freundlich zu mir, aber ich finde, dieser Suchkreis, den die haben, der ist sehr, sehr klein. Darum sehe ich die gerade irgendwie nicht so als Bedrohung an. Bleib stehen. So eine ganz schmale Kante habe ich gefunden. Eine ganz schmale Kante. Ah, okay. Wo war das nochmal gewesen? Die Steinsäule. Boah. Wo war das nochmal gewesen? Ach, da muss ich doch auch irgendwas reinschmeißen, wetten. So, erstmal gehen wir zum Schrein. Deine Koba! Schrein. So, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns in Schrein Nummer 8. Ja, Boomerangs finde ich nicht so pralle. Also auf jeden Fall mal wieder eine Prüfung. Nicht nur irgendwelche Segen abholen. Oh doch, das ist eine Kampfprüfung. Ei! Ja, meine Kraft wird geprüft. Welche? Leicht, mittel, schwer? Wahrscheinlich schwer, wa? Schwierig. Ich finde die aber nicht so schwierig, muss ich sagen. Bisher zumindest nicht. Ich meine, es ist immer dasselbe, oder? Oder ist es was anderes? Er hat einfach nur drei Waffen, oder? Ja. Ihn. Ja,
Doch, Moment kurz. Vergesst du was ganz schnell hier. Mann, der springt aber auch nicht gut. Heute hat er's. Oh, der war jetzt mal wieder. Kann wieder reinkommen hier, wa? Gott. Komm. Bam. Bam, da weiß sie es sicher. Okay, nochmal. Okay, also nochmal. Schwierigkeitsgrad schwierig. Wir legen die richtige Rüstung an. Jetzt sollen wir langsam aufhören. Oh, warte mal, ich muss. Ich mach das mal so. So. Jetzt aber von Anfang an vernünftig. Jawohl. 1, 2, 3 und 4. Sehr gut, Link. Und 1 und 2. Oh. Ein noch und. Jetzt darfst du dabei. Nochmal. Hier. Wusha. Und Kachaka. Oh, und dasselbe nochmal. Oh, ich bin so eine Maschine. Ja. Und Kaching. Katong. Wakada. Mann, hab ich einen Klatsch. Oh, und schon wieder. Oh mein Gott, schaut euch das an. Bam. Bam. Und den hier. Boah, habt ihr gesehen, wie eng das war? Fuck, der hat mich ja nicht erwischt, oder? Nein, hat er nicht. Okay, und jetzt mein Säbel. Zack, 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 zack. Jetzt geht das wieder los.
Jawohl, jetzt habe ich ihn nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, Freunde, genau so macht man das wieder. Damit haben wir auch die Schwerprüfung gemeistert. Wieder mal. Was? Ich kann keine Schilde tragen, das geht nicht. Was ist das Schwächste? Das 30er Schild, die doof aus weg. Sag, welcher Schild das ist. Scheiße, natürlich nicht das mit, hallo? Dankeschön, Dankeschön. So, und jetzt wird es mal interessant, was da drin ist. Komm schon, was Cooles, was Cooles. Nur 100 Rubine. Dritter Heldebade. Ja. Nein. Das war es irgendwie nicht wert, Freunde, oder? Noch eine Prüfung bestanden und noch ein Zeichen. Dann sind wir 8. Freunde. Jetzt hole ich mir nochmal 2 Leben. Dann gehen wir zum Masterschwert, würde ich sagen, oder? Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin echt gespannt, wie ein Flitzebogen, wann das endlich mal reicht mit den Herzen. Das ist aber ganz cool gelöst eigentlich. So, hier können wir jetzt ja jederzeit wieder hinporten, deswegen können wir jetzt ohne schlechtes Gewissen mal eben nach Kakariko porten, genau. Ich weiß mir jetzt gerade nicht, ob es im Kokiri-Wald da, Kakariko-Wald oder immer der Wald der Kroxanten noch heißt, einen Schrein gibt. Mit Sicherheit gibt es den, ich habe den glaube ich noch nicht gefunden, da. Ne? Darum gehe ich wieder nach Kakariko. Da weiß ich ja, wie es aussieht und wo ich dahin muss. Ich muss sagen, ich mochte in Ocarina of Time Kakariko. Ja, schon, doch. Fand ich in Ordnung. In Twilight Princess, wo es dieses abgewrackte Kakariko war, fand ich ehrlich gesagt nicht schön, Freunde. Wirklich nicht. Ja, die anderen Teile waren also, ja, war okay, war gut. Das in Ocarina of Time fand ich noch am besten. Und das in Twilight Princess fand ich ganz, ganz schrecklich. Hier geht's schon wieder. Hier finde ich schon wieder ganz nett. Hier bitte Herz. Ich möchte einen Herzcontainer. Ja, so sei es. Ja, ich weiß noch eins. Weiter. Nächstes, bitte. Danke. Herzcontainer. Blink. 182. Ja, nochmal. Hier bitte nochmal Herzen. Ja, ich möchte noch ein Herz natürlich. Plapp. Sieht gerade wieder so wenig aus. So, und jetzt, Freunde. Jetzt ist es soweit. Ich denke, jetzt schaffen wir es. Oh, ich bin nervös, Leute. Ich bin richtig nervös. Oh. Richtig nervös, Freunde. Nervös. Oh mein Gott. Ich hoffe, das klappt so. Ich hoffe, das klappt so. So, Freunde. Soweit. Es ist soweit, Freunde. Es ist tatsächlich soweit. Gehen jetzt zum Masterschwert. Freunde, ich werde es jetzt tun. Ich werde jetzt dieses Schwert aus diesem Stein ziehen. Ich brauche eure Hilfe, also alle Daumen drücken. Auf die Plätze. Fertig. Okay, das sind die Leben, die gehen immer weg.
Kein Problem, es waren jetzt 4. Also Max. Jetzt aber sollte es langsam. Komm schon! Ich hab's geschafft, Freunde! Oh mein Gott! An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Oh mein Gott, ich habe das Masterschwert. Masterschwert, wenn wir Verheerung gar nicht mehr. Das heilige Licht erfüllt werden. Keine Fallbarschwung. Schwingst es zu auf dem Himmel. Schalte deine Kraft für dich. Und das bisschen musst du warten, bis sie hier hin. Türen, komm mit der Einfängschen. Ja! Oh mein Gott! Oh mein! Das ist das Masterschwert! Oh, Freunde, jetzt kann mir nichts mehr im Weg stehen. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's richtig ab. Ich würde sagen, richtig abgehen tut zum nächsten Part. Ich glaube, das war genug Anspannung auf einmal. Ich raste gerade völlig aus und das finde ich als Mega-Ending für diesen Part.
Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Gameplay Time with Obsidian. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut's da rein.